Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Monatsfavoriten-Video. Dieses Video ist ganz besonders spannend, denn wir wissen alle, im Moment ist es sehr, sehr schwierig, eine Vielzahl an neuem Make-up zu testen. Ich habe in den letzten 4 bis 8 Wochen einiges getestet, was Pflege angeht, was Make-up angeht, und das möchte ich heute mit euch nochmal besprechen. Euch hilft das immer gut, dass ich euch immer wieder ein kleines Feedback auch nach mehrmaligem Anwenden geben kann, und die Produkte, die es hier reingeschafft haben, die gehören auch wirklich zu meinen Monatsfavoriten. Teilweise habt ihr sie in den letzten Videos schon gesehen, manche habt ihr seit einer Weile nicht mehr gesehen, weil ich sie immer off-camera mache. Ihr kennt das Spiel. Das sind aber alles Produkte, hinter denen ich auf jeden Fall stehe, und ich bin sehr gespannt. Ich habe die Sachen jetzt innerhalb von 4 bis 8 Wochen getestet teilweise, manche kürzer, manche länger. Und ich dachte mir, wir fassen das Ganze noch einmal zusammen. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, und ich freue mich auch, falls ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, wenn ihr hier einmal vorbeischaut. Da habe ich die neuen Fenty Beauty Produkte ausprobiert. Es wird auch ein Full Face Fenty Beauty geben, das dauert aber noch ein bisschen. Und da könnt ihr gerne nach dem Video mal vorbeischauen. Ihr könnt sehen, ich habe noch nichts in meinem Gesicht und es wird Zeit für Pflege. Und ich habe euch vor 1,5 Monaten schon Beauty Mates vorgestellt. Ich will sie hier nochmal mit reinnehmen, weil es einfach sehr gut passt. Beauty Mates ist personalisierte Hautpflege und die haben zu ihren Cremes auch diese kleinen Drops. Und da gibt es viele verschiedene. Ich habe hier beispielsweise die Selbstbräunungsdrops. Ich habe sie in den letzten Tagen noch nicht genutzt, aber das ist ein schönes Ding. Also ihr könnt sehen, ich habe schon einiges verbraucht davon. Es gibt aber viele verschiedene Drops. Ich setze euch die Seite auch einmal unten in die Infobox. Wir haben Anti-Müdigkeits-Booster. Den mag ich persönlich sehr, sehr gerne, weil er eurer Haut so einen leichten Glow gibt. Wir haben aber auch noch, und das habe ich recht neu bekommen, und das finde ich ganz spannend, das Intensiv-Lifting-Booster. Das ist für straffe und festere Konturen. Und das gebe ich mir unverdünnt tatsächlich hier immer an meine Jawline und um die Augen herum. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene. Aber was ich euch jetzt in diesem Video zeigen möchte, weswegen ich das auch nochmal mit reinnehme, ist, ihr habt ja die Beauty Mates Creme von letzten Mal schon mal gesehen. Das ist die Hyaluron Boost Creme und die sorgt für 24 Stunden Feuchtigkeit. Die zieht ultra schnell ein und ihr könnt ihr es erkennen? Ich weiß es nicht. Also es ist, mein Finger kann schon rein. Also die ist fast leer. Ich habe aber eine neue bekommen und die ist tatsächlich mein geheimer Favorit. Denn ich habe herausgefunden, und ich werde auch noch mal ein Video dazu machen demnächst, das ist die Hyaluron Lift Cream für trockene Haut. Und die ist von der Textur her noch viel, viel dicker als die vorherige und erinnert mich von der Textur her und vom Ergebnis unter Make-up so ein bisschen an die Charlotte Tilbury Magic Cream. Also die Magic Cream kostet, glaube ich, 100 Euro. Ich habe auch für Beauty Mates einen Code. Ich kriege kein Geld dafür, wenn ihr über den Code was bestellt. Aber vom Finish her auf der Haut zu 90% die Charlotte Tilbury Cream. Sie zieht viel, viel schneller ein als die von Charlotte. Aber mir gefällt das Ergebnis unter Make-up fast besser. Die ist sehr, sehr reichhaltig, die Creme, aber nicht ölig. Also ihr seht, ich habe einen leichten Glow, aber nicht ölig. Und das ist bei der Charlotte Tilbury Cream recht schwierig, weil eure Haut dadurch einfach sehr, sehr, ja, schon fast ölig wird. Wenn ihr zu normaler bis Mischhaut neigt, ist die Charlotte Tilbury Cream wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Die ist, glaube ich, aber nicht nur für trockene Haut, sondern auch für etwas, ja, so eine Mischhaut sehr, sehr gut. Ihr könnt euch da die Drops mit reinmischen, das mache ich jetzt nicht. Ich habe nämlich jetzt die Pflege einfach schon aufgetragen. Ich finde die Drops aber cool. Personalisierte Hautpflege, es ist für jeden was dabei. Es gibt verschiedene Sets. Ich habe einen Code, da bekommt ihr 20% auf alles. Ich kriege nichts von dem Verkauf und ich setze euch das gerne einmal unten in die Infobox. Ist ein tolles Konzept hier aus Deutschland. Ich unterstütze gerne junge Marken aus Deutschland und ich mag es wirklich gerne. Also ihr habt gesehen, ich habe eine Creme leer gemacht, fast leer gemacht. Ich habe noch eine zweite bei Danny. Und ich habe jetzt noch eine hier in neu. Und die Drops auch cool. Ich passe mir das immer so ein bisschen an. Ich schaue abends, was braucht meine Haut. Und dann mische ich das rein. Freunde, weiter geht es mit dem Make-up. Und da ist es, glaube ich, keine Überraschung. Das ist das Essence Stay All Day 16 Stunden Make-up. Das ist ein wunderschönes Make-up, wenn ihr frisch aussehen wollt. Allerdings 16 Stunden, weiß ich nicht, ob es so hält. Bei mir hält es nicht 16 Stunden, bei mir hält es aber 8, 9 Stunden. Wunderschöne Foundation. Und ich mische mir die so ein bisschen mit der Wet n Wild Photo Focus Luminous Dewy Foundation. Die habe ich in einer sehr hellen Farbe. Die wunderschöne Drogerie Foundations. Sehr, sehr günstig. Ich glaube, die kostet 7 Euro und die Essence kostet 3,75 Euro, glaube ich. Also
Freunde. Da kann man nichts falsch machen. Ich mische mir das einmal und ich verzichte jetzt tatsächlich auch auf einen Primer, denn ich habe keinen neuen Primer, wo ich sage, wow, der hat mich ganz besonders umgehauen. Die Creme, die reicht schon. Also ihr seht, meine Haut sieht sehr prall und mit Feuchtigkeit versorgt aus. Und das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich bin gespannt, welche Highlights ihr diesen Monat hattet. Ihr könnt mir das gerne einmal in die Kommentare schreiben und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Vielleicht ist es ja ein Produkt, was ich euch empfohlen habe. Falls nicht, schaue ich mir das Ganze an und gucke mal, ob ich was Schönes finde. Ich arbeite mir die Foundation einmal ein. Ich benutze da einfach meinen Beauty-Schwamm zu und brauche tatsächlich durch die Pflege, also meine Haut ist im Moment, ihr seht das, so gut wie noch nie. Ich trinke sehr, sehr viel. Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ihr habt es bei Instagram gesehen. Ich gebe euch da im Moment auch ein paar, nicht Ernährungstipps, das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn Influencer Ernährungstipps geben. Aber ich nehme euch einfach so ein bisschen bei meiner Reise mit. Es geht gar nicht primär darum, um abzunehmen. Auch das finde ich ganz schrecklich, wenn Influencer Werbung machen für Abnehmprodukte. Aber ich achte einfach auf meine Ernährung, um meine Haut besser zu machen. Und das klappt perfekt. Ihr seht, also ich habe hier noch keine Foundation und hier habe ich Foundation und eigentlich bräuchte ich gar keine Foundation. Also das habe ich tatsächlich durch viel Feuchtigkeit, viel Pflege und vor allen Dingen auch durch eine sehr gesunde Ernährung. Also ich verzichte fast ausschließlich auf, also ich verzichte komplett auf Zucker und den einzigen Zucker, den ich zu mir nehme, ist in Obst und Gemüse und der Zucker, der schon irgendwo mit drin ist. Ihr müsst vorsichtig sein mit der Foundation, geht lieber eine Farbe heller als die, die in der Drogerie passen würde, denn sie oxidiert. Also ich sehe es jetzt schon, sie wird dunkler und sie wird etwas orange-stichiger, also ein bisschen wärmer. Passt bei mir ganz gut. Ich habe damit nicht so ein Problem, aber ich sage es euch, weil ich habe das Feedback auch unter meinem Video dazu gesehen und das möchte ich euch mitteilen, falls ihr die Kommentare dazu nicht gelesen habt. Ich trage einmal ganz kurz Concealer auf, da habe ich nichts Neues, was mich irgendwie umhaut. Ich benutze dazu einfach von Jouer mein Concealer, der liegt jetzt gerade hier. Ist ein gutes Ding. Okay, der Concealer ist einmal eingearbeitet, so halbwegs. Ich arbeite den dann am Schluss nochmal ein, denn ich möchte ein bisschen Bronzer benutzen. Und Freunde, es tut mir sehr leid, aber ich muss ihn euch jetzt schon empfehlen, den Fenty Cream Bronzer. Gestern habe ich das Video ja hochgeladen und das ist perfekt. Ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, so eine perfekte Textur zu machen, die nicht zu dunkel ist, die nicht zu doll pigmentiert ist, aber die so flüssig aussieht. Und ich kann selbst diesen Bronzer, ich habe ihn jetzt hier in der Farbe Macchiato, das ist die 3, der ist ein gutes Dupe zu der 02 Butter Biscuit. Also die sind farblich fast gleich. Ich habe euch die Swatches im Video von gestern eingeblendet. Den kann ich über gepudertes Gesicht geben. Und ich weiß nicht, was für ein Hexenwerk in diesem Produkt ist, aber es ist fantastisch. Ihr seht, es sieht super wet aus, es ist nicht zu dunkel. Es sieht sehr schön glänzend aus, aber nicht zu feucht. Und dieses Produkt hat mir wirklich nochmal gezeigt, dass Rihanna einfach die Queen of Everything ist. Also ich meine, seht ihr, wie schön weich dieses Produkt auf meiner Haut ist? Ich platziere mir hier noch ein bisschen mehr hin, kann mir den schön aufbauen, so doll und so intensiv, wie ich möchte. Wunder, wunderschön. Ich gehe jetzt nochmal, deswegen habe ich es noch nicht verblendet, mit meinem Beauty-Schwamm einmal hier rüber und blende wieder den Concealer so ein bisschen in den Bronzer ein, sodass die Kanten etwas miteinander verschwimmen. Und ihr seht, wie schön leuchtend meine Haut ist. Genauso wie diese Cream Blushes. Für 20 Euro, Freunde, go. Wenn ihr einen schönen Cream Blush sucht, ich bin tatsächlich nie so ein Fan von Cream Blushes gewesen, weil sie entweder zu intensiv waren oder zu trocken und dann abgebröckelt sind. Die sind gut. Die sind wirklich gut und für 20 Euro ist das, glaube ich, ein schöner Eintritt in die Fenty Beauty Welt. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Farben. Einmal Summertime Wine und Strawberry Drip. Ich glaube, ich gehe mal hier mit Summertime Wine rein. Das ist eher so ein etwas kühleres Pfingstrosenrot. Man braucht wirklich nur minimal. Also das ist schon fast ausreichend. Ich arbeite mir das hier schön ein und auch das hat so ein semi-mattes Finish. Nicht so doll, nicht zu soft und das hält euch ewig. Also man braucht ja wirklich nur so ganz leicht mit dem Pinsel reingehen und dann habt ihr schon genug auf eurem Pinsel. Das ist jetzt auch der Pinsel von Fenty. Im Prinzip könnt ihr da jeden anderen nehmen. Und den arbeite ich mir wie immer hier schön intensiv ein.
und ich habe eine sehr, sehr leuchtende Foundation. Ich würde das Ganze einmal setten. Und dazu benutze ich jetzt mein Laura Mercier Puder. Das gab es neulich reduziert bei Douglas. Ich habe dafür nur 23 Euro gezahlt. Ihr solltet mir, Freunde, ihr solltet mir bei Instagram folgen, denn ich zeige euch bei Instagram auch im Moment gerne ein paar rabattierte Produkte, die ihr online kaufen könnt. Und das gehörte mit dazu. Und es haben so viele bestellt, nachdem ich diesen Link geteilt hatte. Es ist gut, aber wenn ich ehrlich bin, es ist nicht besser als das Jeffree Star Puder. Ich verstehe den Hype nicht so. Ich verstehe nicht, warum dieses Jeffree Star Puder nicht mehr gehypt wird. Und seht ihr, wie schön jetzt der Bronzer und der Blush in Kombination aussieht. Also ich kann rübergehen mit dem Produkt, aber es sieht immer noch sehr, sehr frisch aus. Meine Haut strahlt. Ich habe sie natürlich jetzt mattiert und nach so ein, zwei Stunden, wenn die Öle durchkommen, wirkt das Ganze dann wirklich wie perfekte Haut, Freunde. Und ihr seht ja meine Haut. Ich komme gleich jetzt ein Stückchen näher ran. So seht ihr einmal meine Haut. Meine Haut sieht trotzdem sehr, sehr weich gezeichnet aus. Ich mache mir einmal die Augenbrauen. Auch da habe ich kein neues Produkt. Aber ich gehe noch mal so ein bisschen rüber über den Bronzer, um es ein bisschen zu intensivieren und zu setten mit dem Essenced Bronze This Way Bronzer. Ich benutze ihn jetzt in der Farbe Lighter Skin, einfach damit es nicht zu viel ist. Auch da hatte ich euch ein Video zu gedreht, das kam am Mittwoch online. Der ist perfekt, um diesen Fenty Bronzer so ein bisschen zu toppen und so ein bisschen übers Augenlid zu geben und so ganz leicht hier rüber zu gehen. Und das ist ein sehr, sehr weiches Finish. Freunde, also das war ein wirklich guter Monat. Hab die Augenbrauen einfach nur einmal ganz leicht gemacht und möchte jetzt auch gleich Mascara benutzen. Und auch die habe ich euch neulich gezeigt in einem Video, wo ich sie neu ausprobiert habe. Und seitdem benutze ich sie jeden Tag. Das ist die Asam Magic Finish Mascara. Wundervolle Mascara. Die kostet weniger, als ich gedacht habe. Die kostet, glaube ich, 14 Euro oder so. Auch da setze ich sie euch mal und ich gucke mal die Produkte, die ich finde, setze ich euch unten mit rein. Die macht wunderschöne schwarze Wimpern. Was ist hier passiert gerade? Ich spule mal zurück und dann seht ihr es. Ich weiß es nicht, wie das passiert ist gerade. Wo bin ich denn da rangekommen? Egal, kümmere ich mich gleich drum. Mascara, wundervolles Bürstchen. Bröckelt nicht, verschmiert nicht. Macht sehr schöne schwarze Wimpern. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das ist dann jetzt wohl heute ein Freckle. Keiner weiß. Aber Freunde, das ist einmal mein fertiger Look. Als Highlighter, ich glaube, ich möchte heute keinen Highlighter benutzen, weil ich keinen neuen habe, der mich wirklich umgehauen hat. Was ich machen könnte ist, wenn ihr dunkler seid, einfach weil mir das besser gefällt als der Diamond Milk, ist der von Fenty. Den hatte ich gestern auf dem Augenlid, einen leichten braunen Eyeliner dazu. Girl, you slay. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit den Monatsfavoriten der letzten Wochen. Ich bin richtig, richtig happy. Meine Base sieht glatt aus, prall und saftig. Ich liebe dieses Cream Blush. Ich könnte jetzt nochmal hier so ein bisschen rüber gehen. Dann kriege ich auch nochmal so ein Wet Finish mit dem Blush. Also es nimmt das Produkt auf jeden Fall nicht weg. Wunder, wunderschön, gefällt mir sehr gut und das ist perfekt für diesen Wet Skin Look. Wenn ich das jetzt gleich sette, wenn die Mascara getrocknet ist, boom, vorbei, I'm living. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu dem Look und zu den Monatsfavoriten sagt. Schreibt mir gerne ein Feedback unten in die Kommentare. Schaut unbedingt bei Beautymates vorbei, gutes Dupe, die Creme vor allen Dingen zu der Charlotte Tilbury Cream und ja, oder vielleicht zum Milk Moisturizer, beides so ein bisschen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da einmal vorbeischaut, damit unterstützt ihr mich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.